Und damit herzlich willkommen zu House Flipper 2. Ich freue mich riesig. Es ist zwar bis jetzt nur erstmal die Demo, aber wir schauen uns die Demo natürlich gemeinsam an. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut. Das ist das Erste, was ich so zu sehen bekommen habe. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man schließen... Nee, wir tun erstmal ganz normal unser Profil machen. Wir sind Sanhexer und wir sind weiblich. Kann man das groß machen, das X? Ja, sehr schön. So, Profil speichern. Aus Flipper 2. Ach, jetzt bin ich gespannt. So, wir spielen damit. Wir haben es natürlich schon auf der Wunschliste drauf. Ich guck mal, ob die Kamera hier oben im Prinzip drin bleibt. Neues Spiel beginnen. Bin mal ganz gespannt. Hallo Flipper, du wirst gleich in die Demo-Version von House Flipper 2 spielen. Folge der Questline, um eine heruntergekommene Hütte in ein wunderschönes Haus zu verwandeln. Wenn du fertig bist, kannst du weiterspielen und ihm eine persönliche Note geben. Tipp: Achte auf die Bücher, die im Haus verteilt sind. Sie werden dir zeigen, wie du deine Werkzeuge wechselst. Frohes Renovieren! Wir legen los. Ui, das ist natürlich mal eine ganz andere Qualität. Wir sind auf einer einsamen Insel. Kriegen einen Anruf. Hallo? Hallo? Ich drücke auf Z. Gibt's ein Problem, eine Nachricht zu hinterlassen? Hallo, meine liebste Freundin. Du fragst dich vielleicht, wo du bist und wie du dorthin gekommen bist. Keine Sorge, ich werde dir alles erklären. Du meintest ja, du wolltest dich im Renovieren von Häusern versuchen. Ich habe das perfekte Haus dafür gefunden. Und damit wir keine Zeit verschwenden, habe ich mir die Freiheit genommen, deinen Transport und alles Weitere zu organisieren. Gern geschehen. Du hast also nichts weiter zu tun, als dich an die Arbeit zu machen. Gib dein Bestes. Ich hoffe, der Verkauf des Hauses mir einen großen Gewinn einbringt. Wer würde denn schon nicht gerne auf so einen schönen... Blub. Pass auf dich auf und viel Spaß beim Renovieren. Okay, was haben wir denn hier so? Raster, präzise Platzierung. Am Raster ausrichten. Lesen. Quest und Flipper Sense. Keine Ahnung, was du tun sollst. Keine Sorge, Flipper Sense ist hier. In Räumen mit einem leuchtend gelben Ausrufezeichen warten Quests auf dich. Versuche mit jedem Werkzeug, das du verwendest, R zu drücken. Flipper Sense wird dir verraten, welche Objekte du verkaufen kannst und welche Wände du streichen musst, bevor du Fenster platzieren und noch vieles weitere machen kannst. Das grundlegendste aller Werkzeuge, deine Hände. Halte gedrückt, um ein Objekt aufzuheben. Drücke E, damit du interagierst. Verwende, um dein Werkzeug zu wechseln. Oh, wir haben mir malen, Oberflächen. Smart Home, bauen, abreißen, Staubsaugen, putzen, Abfall sammeln, Flipperwerkzeug. Okay, davon kann ich Flipper-Sinne. Ah, der zeigt mir jetzt, was wir hier verkaufen können. Selbst das Efeu können wir verkaufen. So, dann den ganzen Holzbretterchen. Huch, es ruckelt mal ganz kurz. Na, wir machen erstmal rundherum ums Grundstück alles weg. Ich hoffe ja mal, dass wir die noch nicht brauchen dann, ne? So.
haben wir hier? Putzen. Es gibt nichts Besseres, als etwas Schmutz wegzuwaschen, um die verborgene Schönheit zu enthüllen. Ziel auf den Schmutz und halte gedrückt, um ihn zu entfernen. Verwende Reinigungsmittel, um ihn schneller zu entfernen. Schmutzige Fenster. Okay. So, es ist natürlich nur eine Demo, das heißt, Farbe bleibt von selbst an den Wänden kleben, aber das gilt nicht für Paneele, Tapeten oder Fliesen. Trage zunächst etwas Oberflächenleim auf. Halte gedrückt, um den Leim am gewünschten Ort aufzutragen. Hast du Angst, über die Linie zu malen? Dann lege doch zuerst den Bereich für deinen Leim fest. Ziele auf die Wand und drücke, um deinen Ausgangspunkt festzulegen. Bewege dich im Rahmen deines Endpunktes und drücke. Mein Gott. Das ist ja richtig kompliziert hier. Ich hatte aber draußen noch irgendwo Bücher gesehen. Da sind noch welche. Ich habe... Achso, das hatte ich schon. Cleaning hatte ich doch auch schon. Hier haben wir noch ein Buch. Was haben wir hier stehen? Auch putzen. Buch? Ah. Mal gucken, dass wir den ganzen Müll weg haben. Müllhaufen 23. Na ja, gut, hier sowas. So, gedrückt halten zum Aufheben. Flipper-Werkzeuge. Objekte duplizieren. Okay. So, dann sieht das doch jetzt schon mal ein bisschen ordentlicher aus. So, Mülleimer. Das ist so schön. Ich liebe so Aufräumsachen, ne? So, das machen wir hier schön hin. Auf so einen Haufen, die ganzen Bücher. Was da aber die Ausrufezeichen sind.
sind. Das ist mal cool gemacht. Oh, das lässt sich hier richtig schön sauber machen. Mega cool. Ah, das zeigt uns. Lippersinne. Was muss ich hier noch machen? Ich wüsste jetzt aber nicht, was wir hier noch machen müssen. Gucken wir dann gleich nochmal. Werkzeugmodus. Tab. Kühles Holz. Ah, hier, ja, 36 Stück. Drehung, Größe. Mein Gott, wie viel man hier anpassen kann. Oh. Schaut mal, von vorne sieht es doch schon mal mega aus. Ah, hier haben wir noch Schilder. Nee, warte mal, das war nicht das. Das war hier verkaufen. Verkaufen. Ich mach's erstmal von außen. Okay, wir machen es erstmal von außen, bevor wir reingehen. So, sauber machen. Also man kann wohl auch, dann geht das Ganze schneller. Stehe. Flecken 5. Verkaufen. Mein Gott, wie viel kann man damit machen? Ei, ist das toll. Achso, nee, warte. Nee, hier, das brauchen wir. Nee. Wir ziehen mal die Fläche. So, ich muss das gedrückt halten. So, 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 la. Okay.
Verkaufen. Ich muss nur eine Sache verkaufen. Warte, hier kann man noch sauber machen. Da leuchtet sogar ein Ausrufezeichen, wo man noch sauber machen kann. Irgendwo muss hier noch so ein Schild sein, das wir verkaufen können. Ah, das ist das hier wahrscheinlich. Yes. So, und jetzt gucken wir, was haben wir noch hier. Achso. Nee, das ziehen wir einmal so ganz groß. Da wir es ja markiert haben, können wir im Prinzip das auch nirgendwo daneben machen. Kaufen. Ach, das ist mega. Was freue ich mich schon, wenn das rauskommt, das Spiel. Top. Aber irgendwo muss noch was fehlen. Ach, hier. So, perfekt. Dann haben wir das doch schon mal erledigt. Gehen wir mal ins Haus rein. Also. So, wir haben super viel Müll. Verbindung bearbeiten, Lampe check, Lichtschalter check. Aber wie verbindest du sie? Wechsel zum Werkzeug verbinden, bearbeiten. Ziel auf eine Lampe und drücke linke Maustaste. Dann tu dasselbe mit dem Lichtschalter. Jetzt sind sie verbunden. Ein Lichtschalter kannst du viele Lampen stimmen, wie du willst. All diese Objekte zusammen in einer Gruppe genannt. Um die Bearbeitung dieser Gruppe abzuschließen, drücke rechte Maustaste. Bis du dies tust, werden alle Objekte, die du auswählst, mit dieser Gruppe verbunden. Drücke eher, um ein Objekt aus der Gruppe zu entfernen. Aber sei vorsichtig, wenn du den letzten Lichtschalter aus einer Gruppe entfernst, wird die ganze Gruppe gelöscht. So, dann tun wir das auch schon mal weg. Staubsaugen. Ein paar Abfälle sind zu klein, um sie permanent aufzusammeln. Da kommt der Staubsauger ins Spiel. Wenn du einen Haufen mit zerbrochenem Glas, kleinen Steinsplittern oder etwas anderem findest, das du nicht in die Mülltüte werfen kannst, verwende das Werkzeug Staubsaugen. Halte linke Maustaste gedrückt, um den Staubsauger zu verwenden. Erstmal die Pantoffeln. Alles schön verkaufen. Okay, wir sollen auf jeden Fall schon mal die ganze Küche verkaufen. Oberflächen, ja gut, das habe ich ja schon. Dann tun wir das erstmal raus. Auch hier drauf auf den Haufen. Der Haufen, er wächst, er wächst.
Abreißen. Du liebst Freiräumen. Genauso geht es deinem Hammer, um eine Wand abzureißen. Ziel auf sie und halte linke Maustaste gedrückt, um auszuholen. Je länger du es gedrückt hältst, desto stärker triffst du. Lasse los, um den Schaden anzusehen. Für mehr Präzision drücke Y. Q, um den Hammermodus zu ändern. Jetzt kannst du deine Steine nach dem anderen treffen. Okay. Es gibt hier richtig viel zu tun. Wahrscheinlich kann man in der Demo aber erstmal nur das Haus hier machen, kann ich mir gut vorstellen. Streichen. Der Farbroller, der beste Freund jedes Flippers. Um eine Wand zu streichen, musst du etwas Farbe kaufen. Öffne den Laden, in den du Tab drückst. Zu bedecken. Ah, okay, das ist im Prinzip dasselbe wie, ist da nochmal ein Buch? Das ist im Prinzip dasselbe wie mit den Kacheln. Mein Gott, wie viele Bücher. Hier haben wir noch Zeug rumstehen. Bauen. Baue alles, was du willst, wo du es willst. Blub. Ausgangspunkt, Länge der Wand, Höhe der Wand. Ja, das kriegen wir schon hin. Notfalls gehen wir halt nochmal raus und gucke nach unserem Buch. Ich finde das so cool, dass man das jetzt alles so übereinander stapeln kann. Okay. So, wir sammeln jetzt erstmal den ganzen Müll ein, den es hier gibt. Oh. Macht unsere Mülltüte ist voll. Das ist zum Beispiel auch sowas, was sie jetzt neu gemacht haben. Das war zum Beispiel vorher nicht so. Also man hatte im Prinzip so viel Platz in der Mülltüte gehabt, wie man wollte. Das hat man jetzt nicht mehr. Oh, hoppala. Oh, ich muss auch das mit dieser rechten Maustaste, daran muss ich mich erst nochmal gewöhnen. Aber ich finde es gut, dass die Mülltonne wenigstens niemals voll wird. Immerhin irgendwas. Aber das lässt sich gar nicht mehr. Hier ist auch nochmal ein Buch. Putzen. Na gut, das hatte ich schon. So, das werfen wir erstmal dahin. Da kommt nämlich jetzt noch ein bisschen was, bevor wir jetzt zehnmal hier rein und raus laufen müssen. Ah, man kann die Säcke auch vorzeitig zumachen, verstehe. Oh, wow. Aber hier zeigt es mir nichts an. Ich weiß auch hier von nichts wegwerfen muss. So, jetzt haben wir nur noch die Hand. Was müssen wir hier sammeln?
Ach, wir sollen Sachen kaufen. Blumentopf. Oh, schön. Drehen. Okay, jetzt kommen meine Dekorationskünste, die nicht sehr gut sind. Teppichmixtur kaufen. Den machen wir mal hier so ein bisschen drunter. Ach, stopp. Wir sollen ja erst den... Den müssen wir kaufen. Und da machen wir dann die Pflanze rein. Möglichst mittig. Schön. So, dann machen wir jetzt hier weiter. Es ruckelt gerade mal wieder ein bisschen. So, putzen. So. Hier haben wir noch. So, alles schön sauber machen. Ein Fleck ist noch irgendwo. Ist auf dem Boden. Fenster putzen. Oh, das ist so, das wird so ein beruhigendes Spiel. Ich hoffe ja wirklich, also es ist ja noch kein Datum dafür bekannt, wann das Ganze rauskommen soll. Es steht nur 2023. Aber wie gesagt, ein genaues Datum weiß man halt noch nicht. Aber das wird auf jeden Fall auch eines der Spiele sein, die auf dem Kanal erscheinen werden. Da kann man sich, glaube ich, richtig für Zeit nehmen. Ich wünschte, ich könnte zu Hause auch so schnell Fenster putzen wie hier. Draußen ist aber immer noch ein Ausrufezeichen, muss ich mal gucken. Ah, warte, hier. Warte, warte. Nee. So, warte. Weil ich jetzt hier wahrscheinlich den Müll hingeworfen habe. Das kann schon sein. Verkaufen. Hier irgendeinen Türrahmen. Hier den. Die Lampe wahrscheinlich, oder?
Nee, was soll ich hier noch verkaufen? So, dann nehmen wir das nochmal und stellen das auch raus. Unser Bücherstapel. So, wenn ihr aber wissen wollt, wie das Ganze hier weitergeht, gibt es natürlich noch eine Folge. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen und das Däumchen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.